Sehr geehrte Frau Ministerin Sommer, sehr geehrter Herr Staatssekretär Wieners, sehr geehrter Herr Faupel, sehr geehrter Herr Professor Spitzer, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen des VDS Bildungsmedien zu diesem Bildungskongress hier in Köln. Lernen erfolgreich gestalten heißt das Motto dieses Kongresses. Er widmet sich mit seinen 53 Veranstaltungen den Themen der Verbesserung von Unterricht, der Information über neue Ansätze und Projekte und der Präsentation von Bildungsmedien und Schulbüchern. Und dass Sie hier alle so zahlreich an einem Samstag erschienen sind, zeigt, dass dieser Kongress eine Arbeitstagung ist, die genau die Zustimmung und die Interessen der Pädagogen trifft. Wir befinden uns momentan in einer ganz entscheidenden Phase der Bildungsreformen, nämlich der Veränderung der Unterrichtskultur. Mit bundesweit gemeinsamen Bildungsstandards, mit der Formulierung von Kernkompetenzen und Kernlehrplänen sowie der Einführung von zentralen landesweiten Abschlussprüfungen und Lernstandserhebungen ist ein neues System der Qualitätssicherung geschaffen worden. Die Schulen stehen heute in einem Wettbewerb um den bestmöglichen Abschluss der Schüler. Sie haben dafür mehr Freiheiten erhalten bei der Wahl des Lernweges und bei der Entwicklung von Lernangeboten. Diese Freiheiten brauchen Sie, denn wie Studien immer wieder belegen, gibt es in Deutschland viel zu viele Schüler, die von den Schulen nicht genug erreicht werden. Die Aufgabe der Politik, die Aufgabe der Schulen wie der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Aufgabe der Schulbuchverlage ist es deshalb, unsere Bildungsangebote zu überprüfen oder neue Lernangebote zu entwickeln, um diese so zu spezifizieren, damit jeder Schüler dort abgeholt werden kann, wo er steht. Dies ist ein herausforderndes Ziel. Und Sie, meine Damen und Herren, in den Schulen, wie wir in den Bildungsverlagen und in den Schulbuchredaktionen wissen, dass es dafür keine Patentrezepte gibt. Wir können als Schulbuchverlage dafür aber gute Lernwerkzeuge und Methoden entwickeln, um auf veränderte Situationen reagieren und kritische Entwicklungen vorbeugen zu können. Dies wollen wir mit unserem Kongress heute erreichen. Lernen erfolgreich gestalten. Damit dies gelingt, brauchen wir den Dialog. Brauchen wir Treffpunkte wie diesen. Deshalb haben wir uns als Verband auch gerne dafür eingesetzt, zusammen mit dem Schulministerium und der Medienberatung NRW diesen Kongress zu veranstalten. Beim Thema Bildungsreformen, beim Thema Verbesserung des Unterrichts und des Lernens fühlen wir als Schulbuchverlage und Hersteller von Bildungsmedien uns als ein sehr wichtiges Kompetenzzentrum. Wie kein anderer müssen Schulbuchautoren und Redakteure wissen, wie Zielvorgaben der Politik mit den Praxisbedürfnissen der Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch der Schüler zusammengebracht werden. Dafür produzieren die Verlage Jahr für Jahr rund 3.500 Erstauflagen, ganz zu schweigen von der großen Zahl der Neubearbeitungen. Dazu organisieren wir auch rund 7.000 Lehrerfortbildungsveranstaltungen, die von ca. 200.000 Lehrerinnen und Lehrern besucht werden. Auf den großen Bildungsmessen, auf Kongressen, aber auch in den Schulbuchzentren der Verlage. Als eine Branche, die davon lebt, den Pädagogen überzeugende Lernwerkzeuge für die Arbeit zu liefern, brauchen wir also diesen Kontakt mit den Lehrern. Wir müssen wissen, ob unsere Ideen im Unterricht zünden. Und natürlich wollen wir auch lernen, was in den Schulen gebraucht wird. Und natürlich sind wir auch ständig auf der Suche nach neuen, guten Konzepten, nach frischen Ideen aus der Praxis, um diese in unseren Produkten zu realisieren. Einen Ausschnitt des Fortbildungsangebots der Verlage finden Sie auf diesem Kongress, zugeschnitten auf die laufenden Reformen in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass sich für die 43 Seminare und Vorträge fast 1.500 Pädagogen angemeldet. Sämtliche Veranstaltungen sind ausgebucht. Wenn Sie sich für den Besuch dieser Veranstaltung Ihre Freizeit nehmen, dann zeigt, dass wir interessante Informationen gefunden haben. Es zeigt aber auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen sehr motiviert sind, ihre Freizeit dafür einzusetzen, um die Reformen in die Schulen zu beschleunigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, eine anregende Veranstaltung, viele gute Gespräche.
Und wir Bildungsverlage freuen uns auf Ihren Besuch bei unseren Ausstellungen und auf den Dialog mit Ihnen, um unsere Produkte, unsere Qualität der Produkte weiter zu verbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.